Mein Name ist Andreas Wolf, ich bin bei Sunrise der zuständige Direktor für strategische Kunden. Flughafen Zürich ist einer davon und seit 14 Jahren betreue ich den Flughafen. Sunrise hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass in diesem Rahmen alle miteinander mobil kommunizieren können. Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung und sind auch dafür verantwortlich, dass da alle anderen Mobilfunkprovider in der Schweiz die Infrastruktur nutzen können. Der Flughafen Zürich ist wie eine Stadt, kann man sagen. Es arbeiten 27'000 Leute am Flughafen. Es werden 80'000 Passagiere pro Tag begrüßt, 180 Destinationen angeflogen. Gewaltig. Und alle wollen können mobil kommunizieren. Wenn ein Passagier ankommt, dann hat die Schweiz genau eine Gelegenheit, einen ersten Eindruck zu machen. Und das ist der Flughafen Zürich. Man will sofort können E-Mails checken, man will sofort können Fotos umschicken oder auch können Kontakt mit seinen Liebsten aufnehmen. Dazu braucht man ein gut funktionierendes Mobilnetz. Sunrise ist dafür besorgt, dass das funktioniert. Ein grosser Teil der Infrastruktur spielt sich nicht dort ab, wo es jeder sieht, sondern versteckt. Da passieren unheimlich viele Arbeiten. Alle Kabelkanäle, Energiekanäle, die dort sind. Dort, wo Leute sind, dort muss auch eine Mobilabdeckung zur Verfügung stehen. Ja, also der Flughafen muss sich permanent neue Bedürfnisse anpassen, neue Gegebenheiten Rechnung tragen. Da kann es sein, dass dann plötzlich mal ein Parkhaus einen Stock höher ist und dann dadurch hinter den Gebäuden keine Abdeckung mehr besteht. Da muss man sehr schnell, flexibel reagieren und mit den Sachverständigen das Thema gerade richten. Der Flughafen wird nie fertig gebaut sein. Es wird immer Bewegung geben, es gibt immer eine Veränderung. Der Flughafen Zürich muss sich auch immer den neuesten Kapazitätsanforderungen anpassen. Das ist ganz wichtig. Jedes Jahr gibt es neue Rekordzahlen an Passagieren. Und Sunrise wird jeweils dafür besorgt sein, dass die Infrastruktur, die wir betreuen dürfen, sich auch mit dem Flughafen Zürich weiterentwickelt.